Damen und Herren, nach dem hergebrachten Verständnis des deutschen Föderalismus ist die Kulturhoheit Hausgut der Länder und damit Kernstück ihrer Eigenstaatlichkeit. Neben Bildung, Wissenschaft und Kultur gehört eben auch die Medienpolitik dazu. Und so fällt eben ein solcher Rundfunkstaatsvertrag in die Zuständigkeit der Länder. Wie die Länder, so sind auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Ausdruck unseres föderalen Systems. Und wie die Länder spiegeln sie eben auch die regionale Vielfalt wider. Und das macht den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten aus. Sie sollen die Pluralität unserer Gesellschaft abbilden. Sie sollen dabei objektiv informieren und vermitteln, sollen ausgewogene Meinungen, Prozesse und Entwicklungen abbilden und einordnen. Und sie sollen Beiträge zur Kultur, zur Bildung und zur Unterhaltung liefern. Und ich denke, der Grundauftrag ist seit Jahrzehnten eigentlich gleich geblieben. Doch die Rahmenbedingungen in der Medienwelt haben sich in den Jahren seit dem SWR-Gründungsstaatsvertrag von 1997 rapide verändert. Vor allem die Digitalisierung und Medienkonvergenz hat sich in der Medienlandschaft eben gewandelt. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass gerade das Internet für die Rundfunkanstalten eine Herausforderung darstellt, aber vielleicht auch eine Chance bringt. Und der überarbeitete Staatsvertrag bietet nun die Grundlage dafür, dass der SWR auf die Veränderungen reagieren und auch in Zukunft in ein zeitgemäßes Programm für alle, verstärkt auch für junge Altersgruppen investieren kann. Und so haben wir eben die starren Vorgaben im bisherigen Staatsvertrag reduziert und so verändert, dass der SWR seine Strukturen flexibler selbst gestalten und weiterentwickeln kann. Diese neuen Spielräume sind wichtig bei der Planung und Herstellung der Angebote, denn so kann das Geld der Beitragszahler ins Programm und nicht in überkommene Strukturen fließen. Und darauf kommt es ja wohl an, und wir sollten auch nicht vergessen, dass unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja wohl auch in Konkurrenz zu anderen stehen und sich auch in dieser Konkurrenz behaupten müssen. Und lieber Herr Gerstner, die Resolution aus der Region mit dem Wunsch einer detaillierten Beibehaltung der bisherigen Strukturen, es wäre unserer Ansicht nach eben dem Kernanliegen, nämlich der Flexibilisierung, diametral entgegengestanden. Deswegen konnten wir Ihnen nicht folgen. Wir sind aber im Gegenteil davon überzeugt, dass alle Standorte davon letztlich profitieren werden, vor allem aber die Kunden des SWR, und darauf kommt es wirklich schließlich an. Das sollten wir bei allen Fragen um Standorte nicht vergessen. Und Sie haben es ja nochmal gesagt, ich denke, wir haben intensiv natürlich trotzdem darüber geredet, die Ministerin Krebs und auch der Herr Buttgust, und wir hoffen, dass alle sehen werden, dass das auch im Sinne der Standorte die richtige Entscheidung war. Also der SWR kann zukünftig selbst entscheiden, welche Schwerpunkte nach welchen Geschäftsbereichen gebildet werden, um eben der Trimedialität eines modernen Medienunternehmens angemessen Rechnung zu tragen. Und die Hauptstandorte Stuttgart, Mainz und Baden-Baden werden eben nicht in Frage gestellt. Und die Gremien, die dafür in Verantwortung stehen, haben eben darauf zu achten, dass die Aufgaben ausgewogen auf diese verteilt werden. Das war ja auch Ihre Ansage und Ihr Wunsch, Herr Oberbürgermeister. Und damit bleibt die regionale Verankerung des SWR gewährleistet, die sich in den Programmangeboten ja auch widerspiegeln soll. Aber der SWR braucht die Möglichkeit, sich flexibel aufzustellen und muss seine Finanzmittel dabei verantwortungsbewusst und möglichst effizient einsetzen. Meine Damen und Herren, ein zentraler Punkt ist auch die Aufwertung der Gremien, die bisher
die zukünftig eine noch größere Verantwortung haben werden als bisher. Wichtig war uns, eine größere Transparenz der Gremienarbeit zu erreichen, die Aufgabenverteilung klarer zu regeln und die Rechte der Gremien so aufzubauen, dass ein zeitgemäßes Aufsichtsgremium entsteht. Außerdem wurde die Zusammensetzung des Rundfunkrats dem Wandel der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. So werden zukünftig die muslimischen Verbände aus Baden-Württemberg erstmals eine Stimme in diesem wichtigen Gremium erhalten. Im Sinne der Gleichstellung von Frauen und Männern wird eine verbindliche Quotierung in den Gremien eingeführt. Und mit auch mehr Staatsferne ist erreicht, die Landesregierung werden keine Mitglieder mehr in den Rundfunkrat entsenden und im Verwaltungsrat sind zusätzlich 3 staatsferne Mitglieder vorgesehen. Also ist natürlich schwierig, bei der Ausarbeitung solch eines Staatsvertrages immer allen Wünschen Rechnung zu tragen, gerade auch im Zusammenhang mit der Besetzung der Gremien. Deswegen haben wir einen intensiven Austausch mit allen Beteiligten innerhalb und außerhalb des SWR gehabt. Bereits vor einem Jahr haben wir die Öffentlichkeit mit Eckpunkten informiert. Es wurde eben doch sehr lange und intensiv verhandelt, zugehört und abgewogen, bis der Entwurf eines neuen Staatsvertrages vorgelegt werden konnte. Und auch nach der öffentlichen Anhörung sind noch einige Anregungen eingearbeitet worden. Und so glaube ich, dass wir wirklich einen guten Kompromiss gefunden haben. Der Staatsvertrag eröffnet dem SWR neue Perspektiven. Und ich glaube, hoffe, dass er die zweitgrößte Anstalt der ARD wirklich zukunftsfähig macht. Und ich denke, dass die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz damit weiterhin bestens medial versorgt werden und mit ihren Regionen im Fokus der Zwei-Länder-Arbeit stehen. In dem Bekenntnis zum Standort Baden-Baden kommt natürlich die regionale Verwurzelung des SWR ganz deutlich zum Ausdruck und sie ist nun mal ein Herzstück des SWR. Beide Länder mit all ihren Regionen, ihren Städten und Gemeinden, sie müssen ausgewogen in den Angeboten des SWR sich widerspiegeln. Regionalität ist letztendlich auch das Alleinstellungsmerkmal des SWR. Und gleichzeitig sollen Kompetenzen, Herr Kretschmann hat es schon gesagt, innerhalb des SWR gebündelt werden, um so auch schlagkräftige Einheiten an den jeweiligen Standorten zu schaffen, die Aufgaben für das Gesamtunternehmen auch übernehmen können und in der Lage sind, die übernehmen zu können. Dem dient eben dann auch der Verzicht auf inhaltliche und organisatorische Details, Vorgaben im Staatsvertrag, auch das ist ein bewusster Akt gewesen, um dem SWR auch die Flexibilität eben einzuräumen, diese Dinge zu regeln. Die Bündelung der Kompetenzen soll dabei direktions- und medienübergreifend stattfinden. Fernseh-, Hörfunk- und natürlich Online-Programmmacher müssen, ich würde eher sogar sagen dürfen, Schulter an Schulter gemeinsam zusammenarbeiten. Nur so kann ein mediales Angebot in der heutigen Zeit sein Publikum auch wirklich erreichen. Und auch auf 2 formal eigenständige Fernsehprogramme mit dem überwiegenden Gemeinschaftsanteil soll in Zukunft verzichtet werden. Der Grund sind die hohen Verbreitungskosten und natürlich für 2 weitgehend identische Programme. Das letztendlich war der Beweggrund für diese Neuorganisation. Doch wollen wir keine effizienten, flexiblen Strukturen um jeden Preis, ich glaube, auch das zeigt der Staatsvertrag, sondern eine ausgewogene Berücksichtigung der Landesidentitäten, die darf nicht zu kurz kommen. Das neue gemeinsame Fernsehprogramm behält deshalb einen Landesanteil von jeweils mindestens 30% für Baden-Württemberg und für Rheinland-Pfalz. So sichern wir eben auch unser gemeinsames Ziel, die regionale Identität mit Beiträgen dann auch aus den jeweiligen Regionen zu stärken. Dies ist die Hauptaufgabe der beiden Landessender in den Landeshauptstädten Stuttgart und Mainz. Angebote mit Landesbezug sind deshalb grundsätzlich in eigener Verantwortung durch die Landessender zu gestalten, egal ob Fernseh, ob Hörfunk, ob Internet. Und unterstützt werden sie dabei natürlich auch durch die zahlreichen Studios unmittelbar vor Ort. Es war nicht einfach, das habe ich auch gehört von meinem Vorgänger im Amt,
hier die richtige Balance zwischen dezentraler, regionaler Verankerung und dem nötigen Spielraum für effiziente, einheitliche Strukturen zu finden. Doch bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Staatsvertrag eine in sich konsistente, moderne und auch auf die Regionen des Südwestens ausgerichtete Programmgestaltung für die Menschen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ermöglichen. Ein modernes Programm muss für alle da sein, stärker für die Jüngeren. Ich glaube, das treibt uns auch alle um, auch für Menschen mit Behinderungen. Deshalb haben wir den SWR verpflichtet, mit seinen Angeboten künftig auch auf den Abbau der Benachteiligungen behinderter Menschen hinzuwirken und das aktuelle Engagement bereits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beim Ausbau des barrierefreien Programmangebots begrüße ich daher sehr. Ich glaube, es ist wirklich auch an der Zeit, dass man auch im Rahmen des Staatsvertrags einen Akzent in diesem Sinne setzt. Mit seinen verschiedenen Elementen, Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung, dienen sämtliche Angebote des SWR der freien Meinungsbildung. Sie erfüllen damit die demokratischen, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse unserer Gesellschaft. Unabdingbar ist, dass dabei die Grundsätze der Objektivität und der Unparteilichkeit der Berichterstattung beachtet werden. Und das erfordert eben eine staatsferne Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kollege Kretschmann hat darauf schon hingewiesen. Mit dem neuen Staatsvertrag wollen wir die Staatsferne garantieren und auch ausbauen. Und wir haben mit Blick auf den Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht zum CDF-Staatsvertrag dies auch als besonderes Anliegen empfunden. Um es vielleicht auch noch mal klar zu machen, der interessierten Öffentlichkeit, betroffen sind in erster Linie die Aufsichtsgremien des SWR. Und so entsenden eben die Landesregierungen keine Mitglieder mehr in den Rundfunkrat. Darüber hinaus trägt die veränderte Zusammensetzung dazu bei, dass sich die Pluralität unserer heutigen Gesellschaft in diesem Gremium deutlicher widerspiegelt. Neben den Vertretern der Muslime werden auch Vertreter von Sinti und Roma im zukünftigen Rundfunkrat sein. Und ich glaube, auch das ist ein bedeutender Meilenstein. Und weiter wird der Verwaltungsrat um 3 staatsferne Mitglieder erweitert. Gleichzeitig haben wir die Regelungen zur Inkompatibilität verschärft. Und hinzu kommt, und das ist mindestens genauso wichtig, um staatsfern auch einhalten zu können, eine klare Abgrenzung der Aufgaben von Rundfunkrat und Verwaltungsrat. All diese Maßnahmen kommen der journalistischen Unabhängigkeit im SWR zugute und sie sichern damit die für unsere Demokratie so wichtige Meinungsvielfalt. Das gilt zweifellos auch für das neu eingeführte Redaktionsstatut, das die Mitwirkungsrechte der Programmbeschäftigten in Programmangelegenheiten verbessert. Und zu einer intensiven Mitbestimmung der SWR-Beschäftigten trägt übrigens auch die Erweiterung des Verwaltungsrates bei. 2 der 9 vollstimmberechtigten Mitglieder entsendet nämlich der Personalrat. Meine sehr geehrten Herren und Damen, Herr Kretschmann hat das Thema Transparenz auch schon angesprochen, deshalb nur in Kürze. All das zeigt, verschlossene Türen soll es beim SWR nicht mehr geben. Transparenz wird groß geschrieben. Das ist ein Thema der beiden Landesregierungen, das uns auch verbindet in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Künftig sind nicht nur die Sitzungen des Rundfunkrates öffentlich, auch die dort gefassten Beschlüsse und Beratungsgrundlagen werden zugänglich gemacht. Transparenter ausgestaltet haben wir auch das Verfahren bei Beschwerden von Bürgern und Bürgerinnen. Und endlich, nein, nicht endlich, Sie sind ja da offen im SWR, wird die Geschäftsleitung auch ihre Bezüge veröffentlichen. Das alles ist bei Kapitalgesellschaften längst gang und gäbe. Und ich glaube, dass wir in der Debatte auch um den neuen Rundfunkbeitrag gelernt haben, dass die Öffentlichkeit noch sehr viel stärker auf Transparenz Wert legt und dass man tatsächlich auch das, was in einem Rundfunksender läuft, wirklich so transparent wie möglich nach außen darstellen muss, um sich nicht zusätzlich und auch unnötig angreifbar zu machen. Diese neue Kultur der Transparenz etablieren wir nicht allein innerhalb des SWR. Wir haben sie uns bei den Staatsvertragsverhandlungen selbst zum Maßstab gemacht. Da spreche ich jetzt für meinen Vorgänger, für Sie und auch für Martin Stadelmeier. Denn es war, denke ich, schon was völlig Neues, aber es war auch was Besonderes und Vorzeigbares, dass die Entwicklung des neuen Staatsvertrages, Rundfunkstaatsvertrages, eben von Anfang an
unter Einbindung der Landtage erfolgt ist und nicht eben erst im Rahmen des ganz normalen Vorunterrichtungsverfahrens. Und ich glaube, damit kann sich auch jeder sehen lassen, denn die Abgeordneten haben auch ein großes Interesse daran, mitzuwirken und eben auch sicherzustellen, was aus ihrer Sicht erforderlich ist. Und das galt sowohl für die Regierungsfraktionen als auch für die Oppositionsfraktionen, Parteien. Ihre Anliegen sind entsprechend gewürdigt und auch aufgenommen worden.